Viel gestritten wird gerade auch über das Bürgergeld und das ist mein Thema heute Abend. Denn ab dem 1. Januar möchte die Ampelkoalition die noch aus der Agenda 2010 stammende Grundsicherung Hartz IV ersetzen. Doch es gibt viele Kritiker. Die Union kritisiert beispielsweise die geplante zweijährige Karenzzeit für die Prüfung von Wohnen und Vermögen. In dieser Zeit würde nach den Plänen der Ampel der Staat Heiz- und etwaige Mietkosten, ohne zu prüfen, ob der Leistungsbezieher in einer angemessenen Wohnung lebt, übernehmen. Auch spielt die Höhe eines möglicherweise vorhandenen Vermögens keine Rolle. Ich frage mich da schon, ob das die richtigen Signale sind. Denn während sich laut einem heutigen Weltbericht für die Mittelschicht mehr Arbeit kaum noch lohnt, könnte das ein falsches Signal sein. Der Grund, warum es sich nicht lohnt? Die Steuerbelastung ist laut dem IFO-Institut für viele Einkommensgruppen ohne Leistungsanreize. Ich sehe persönlich nicht erst seit der Corona-Pandemie ein beunruhigendes Bedürfnis der Bundesregierung, Menschen zu finanzieren. Anstelle von der Abhängigkeit des Staates benötigen wir Motivation zur Mehrarbeit, die sich finanziell auch lohnt. Aber hier würde ich die Frage in die Runde stellen, Herr Friedrich, macht es der Staat Arbeitslosen zu leicht? Absolut, und vor allem bringt immer mehr Menschen in die Abhängigkeit vom Staat. Und natürlich Menschen, die abhängig sind, die gehen nicht auf die Straße, die gehen nicht protestieren, die werden nicht unzufrieden, weil man beißt nie in die Hand, die einen selber füttert. Und natürlich ist es wenig Anreiz, jetzt noch was zu verdienen. Immer mehr Mittelständler sagen, warum soll ich überhaupt noch arbeiten gehen? Ich habe Rekordabgaben und es sind 200 Euro mehr, die ich lediglich habe. Dann bleibe ich doch lieber zu Hause, lege die Füße auf den Tisch und schaue ein bisschen Bild-TV. Ja, Bild-TV zu schauen, ist ja immer eine ganz tolle Idee. Ja, absolut. Sie würden also Finanzminister Christian Lindner, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Kanzler Olaf Scholz unterstellen, dass sie Menschen abhängig machen wollen, um sie gefügig zu machen. Ja, Sozialismus ist ja wieder die Lösung bei allem. Wir sind noch immer mehr Umverteilung. Was die meisten Deutschen nicht wissen, linke Tasche ist rechte Tasche. Das heißt, wenn der Staat Geld verschenkt, muss er es ja irgendwo anders herbekommen. Und wir sind der Staat. Das heißt, entweder über Steuererhöhungen oder über neue Schulden, für die wir jeweils haften oder halt zahlen. Und das begreifen die meisten nicht. Und aus diesem Grund ist es natürlich eine Art Abhängigmachung der Menschen von der Politik, damit die nicht unzufrieden sind, dass die Politik sich aufspielen kann und sagen kann, wir haben die Krise gelöst, wir geben euch doch ein bisschen was an Geld, ein kleines Zückerchen, damit ihr Ruhe gebt. Brot und Spiele all over again. Herr Patzelt, würden Sie da mitgehen? Ist der Staat doch kein Weihnachtsmann mit Rauschebart, sondern eigentlich sind die Geschenke eher süßes Gift? Jene, die den Staat leiten, nehmen gerne die Rolle des Weihnachtsmannes an und hoffen, dass dann die kleinen Kinder auch jauchzen vor Freude über die schönen Geschenke. Ich glaube freilich nicht, dass so böse Absichten, wir wollen die Leute abhängig machen, dahinterstehen. Es ist einfach der in Deutschland auf den Wiederaufbau nach dem 30-jährigen Krieg zurückgehende Glaube, dass der Staat die Verpflichtung hat, als wohlmeinender Vater, um die im Grunde ja unmündigen, unselbstständigen Bürger sich zu kümmern. Das ist der Grundreflex. Und er ist naturgemäß bei Sozialdemokraten wesentlich stärker ausgeprägt als bei Liberalen. Und da sind sich dann die großen Parteien, von der CDU bis zu den Grünen und Sozialdemokraten, von der Linken gar nicht lang zu reden, einig, dass der Staat ein aktivierender Staat sein muss. Denn der Bürger, ohne dass der Staat ihn fördert, fordert oder belohnt, würde ja gar nicht aktiv. Und die CDU ist jetzt sehr stark gegen das Bürgergeld. Also die CDU kämpft gerade sehr stark dagegen. Na Gott sei Dank, sie ist aufgewacht und begreift, dass es hier ein systematisches Problem gibt. Wenn die Abstände zwischen dem, was ich durch Arbeit erreiche und dem, was ich bekomme, wenn ich mich vom Staat betüteln lasse, zu gering sind, dann wird natürlich ein neues Jobwunder nicht stattfinden können. Jetzt schon sind bei vielen Leuten die Reden zu hören, ich will eine Work-Life-Balance. Ich will ja gar nicht voll arbeiten. Mir langt ein halber Job. Ich brauche ja auch meine Zeit, um mich zu erholen. An dieser Stelle braucht es tatsächlich einen Mentalitätswandel. Und den wird wahrscheinlich nur eine sich verschärfende Not, die dann auch den Einzelnen so weit betrifft, dass der Staat ihn nicht mehr vor den Fairnessen des Lebens bewahren kann, trifft. Zu diesen Mentalitätswandel. Also das Bürgergeld ist nicht die richtige Motivation, um das einmal zusammenzufassen. Das Bürgergeld ist nicht die richtige Motivation, sagen viele. Manch andere sagen, nein, es sei ganz im Gegenteil. Ein Bürger, der nicht arbeiten muss, der stellt eben deswegen seine Arbeitskraft der Gesellschaft zur Verfügung. Der Gesellschaft ging es viel besser, müssten die Leute nicht zu früh aufstehen und kämen dann ausgepowert nach Hause. Und das ist dann eben sozusagen der Unterschied in den Daten, auf die man sich bezieht. Und es ist der Unterschied in der ideologischen Grundhaltung. Glaube ich sozusagen, dass der Mensch edel, hilfreich und gut ist,
lässt? Oder glaube ich, dass er sich nur dann so richtig anstrengt, wenn es tatsächlich den Zwang gibt, sich anzustrengen? Gehen wir einmal in die Details des Bürgergeldes rein. Ich habe ja eben schon dieses Sondervermögen, also Schonvermögen angesprochen. Das würde 60.000 Euro betragen. Und Christian Lindner sagt zum Beispiel, man sollte darüber nicht zu sehr debattieren, um nicht in einen Schäbigkeitswettbewerb hereinzukommen. Da würde ich gerne Sebastian Geißler aus unserer Politikredaktion fragen, wie du das siehst, was das Schonvermögen, das Sondervermögen betrifft, was die ersten zwei Jahre nicht angegriffen wird. Also mir macht das ehrlicherweise ein bisschen fassungslos. Mhm. Ist genau wie du gesagt hast, es sind 60.000 Euro für den ersten Leistungsbezieher. Mhm. Und dann für die Bedarfsgemeinschaft ist es so, da kommen dann noch, ich glaube, es sind 30.000 Euro pro Person dazu. Genau, bei einer vierköpfigen Familie 150.000 Euro, die vom Staat sozusagen, also die nicht angetastet werden müssen, die ich nicht selbst verbrauchen muss. Und der Staat zahlt mir trotzdem schon Geld. Mhm. Geld, das erarbeitet werden muss von uns allen, vom Steuerzahler, das macht mich fassungslos, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann. Das ist also viel zu hoch angesetzt, das sollte so nicht sein. Hier ist natürlich jetzt die Frage, das meinte Christian Lindner mit diesem Schäbigkeitswettbewerb, wenn jemand einen Schicksalsschlag hat, da reinfällt, ob es nicht fairer wäre, dieses Schonvermögen erstmal zu behalten. Nee, aber nicht in dieser Höhe. Also wenn ich 150.000 Euro auf der hohen Kante habe, vielleicht ein Haus besitze, vielleicht mehrere Autos noch, dann finde ich es zumutbar, dass das angetastet wird, zumindest das Barvermögen. Mhm. Das schon. Wir sprechen jetzt ja gar nicht darüber, also dass jetzt die Regelsätze angehoben werden, wie es ja die Hartz-IV-Regelsätze bislang sind, wenn da 50 Euro draufkommt, Inflationsausgleich, das kann man ja machen. Das ist ja auch richtig, da geht im Übrigen auch die Union mit, da ging ja wohl auch die FDP mit, das kann man machen, aber 150.000 Euro Schonvermögen, das ist unvermittelbar. Glaube ich auch, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so durchgeht am Ende im Bundesrat. Ob das dann durchgeht. Wie stehen Sie zum Bürgergeld? Ich halte es auch für hochproblematisch. Mhm. Genau aus dem Punkt, wir können ja überhaupt nicht berechnen, was da fair wäre, sind wir bei dem Punkt, was ist zumutbar, was ist nicht zumutbar. Ähnliche Diskussionen führen wir jetzt gerade Richtung bedarfsorientierte Energiepreisbremse. Wir haben überhaupt nicht die Daten, um zu ermitteln, was soll überhaupt der Bedarf sein. Macht es einen Unterschied, ob sich jemand darum kümmert, dass er einen günstigen Energieversorger hat und da vielleicht wirklich auch tagelang, wochenlang im Internet sucht und versucht, sich da auch selber auch und Energie zu sparen? Oder sagt man einfach, na, mir egal, der Staat wird es schon übernehmen? Mhm. Ich habe eine spannende Zahl noch, die hat Jens Teutrine von der FDP ganz stark beworben. Und zwar die Hinzuverdienstregeln für Jugendliche, um mal vielleicht einen positiven Fakt beim Bürgergeld zu finden. Und zwar bislang ist es so, Hartz IV bestraft aktuell Jugendliche. Also sie dürfen von dem 450-Euro-Job nur 170 Euro behalten, wenn die Eltern Hartz IV-Empfänger sind. Ist das für Sie, Herr Friedrich, der richtige Schritt in die richtige Richtung, dass die Jugendlichen hinzuverdienen dürfen, egal wie, ob die Eltern Hartz IV haben oder nicht? Absolut. Also generell sollte Arbeit sich wieder lohnen. Dass man einfach sagt, es gibt höhere Freibeträge, nicht nur für die Jugendlichen, für die Kinder von Hartz IV-Empfängern, sondern auch für die Hartz IV-Empfänger an sich selbst. Dass sie wieder in den Arbeitsprozess, in die Arbeitswelt reinkommen, Steuern zahlen, weil nur durch Steuereinnahmen können wir dann uns solche Sachen wieder leisten. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass es hier auch um eine Art Wählergeschenk ist, dass man einfach versucht, ein Kreuzchen zu ergattern für die nächste Wahl. Und dahingehend sehen wir diese Umverteilung, damit die breite Masse wohlgesonnen ist den Parteien, die das dann verabschieden. Und deswegen bin ich ganz stark dagegen. Es ist der falsche Ansatz und es wird wahrscheinlich mehr Geld kosten und mehr Probleme eruieren, weil wir brauchen ja eigentlich die arbeitende Bevölkerung. Wir haben ein demografisches Problem. Wir brauchen nicht weniger Kräfte, wir brauchen Fachkräfte überall. Die Menschen, die Firmen suchen händeringend nach Arbeitnehmern und finden keine. Und dann jetzt hier noch so die Leute zu verleiten, zu sagen, kommt, bleibt zu Hause, es lohnt sich sowieso nicht zu arbeiten. Das ist der falsche Ansatz, absolut. Das ist genau das Problem. Ich glaube im Übrigen auch nicht, da bin ich bei Herrn Patzelt, ich glaube nicht, dass der Mensch zur Arbeit gezwungen werden muss oder so. Mhm. Aber wenn ich es natürlich rational mache, dass man sagt, ich bleibe lieber zu Hause, weil ich nämlich als vierköpfige Familie am Ende dann 3.000 noch was Euro im Monat bekomme, die Miete wird ja auch übernommen, dann ist es eben rational eigentlich zu sagen, ich gehe eigentlich gar nicht zur Arbeit, ich kriege ja sogar mehr Geld, wenn ich zu Hause bleibe. Das kann der Staat eigentlich nicht ernsthaft ermöglichen, so etwas. Aber Herr Patzelt, warum fällt es denn dem Staat so schwer, dieses Fordern und Fördern durchzusetzen? Also Hartz IV ist ja auch nicht das richtige System, um jetzt Menschen zu fördern. Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht sagen. Das Bürgergeld scheint jetzt auch wieder seine Tücken zu haben. Warum ist es denn so schwierig, vielleicht nicht einfach die Steuerlast etwas runterzunehmen? Der Staat ist ja dabei, immer größere sogenannte Sondervermögen aufzulegen, also Verschuldungen auf sich zu nehmen und wird allmählich an die Grenzen seiner finanziellen Möglichkeiten getrieben. Dann liegt es natürlich nahe, wie auch jetzt die Debatte ist, dass man eben die Steuern erhöht und um sozusagen bei nicht allzu vielen Wählern hier Missmut zu erzeugen, sagt man, es werden nur die Besserverdienenden besteuert, die aber ohnehin schon einen großen Teil unserer Steuern tragen. Wir sind doch schon auf Platz 2 der Steuerzahler, also wir sind ja eigentlich Vize-Weltmeister im Steuerzahlen. Ja,
Und wir wollen aber Weltmeister werden. Das ist es. Ja, immer höher und stärker. Beim Fußball wäre es besser, wenn man Weltmeister würde. Aber auch das ist wahrscheinlich nicht in Reichweite. Ich glaube, das wesentliche Problem ist die Demokratie. An der Demokratie ist nichts falsch. Aber sie setzt für Politiker folgenden Anreiz. Wenn ich in den Wahlkampf gehe, was Gottlob alle 4 Jahre der Fall ist, wenn ich in den Wahlkampf gehe, muss ich den Leuten klar machen können, was ich für sie getan habe. Und am klarsten ist, so etwas klar zu machen, wenn ich sage, du bist jetzt in der Hinsicht besser gestellt, dort haben wir die Wohltat verteilt, dort haben wir jenes getan. Wir haben die Lebensumstände verbessert. Ein Politiker, der hintritt und sagt, wir müssen jetzt erst einmal die Staatsausgaben kürzen und du wirst es auch fühlen, denn manche Unterstützung für dich wird entfallen, der wird sich schwer tun im Wahlkampf. Das verstehe ich, aber wenn wir es einmal ganz konkret machen, mit welchen 3 Punkten könnte man Hartz IV oder wenn man es dann das Bürgergeld nennen wollen würde, reformieren? Ich glaube, das ist gar nicht mehr reformierbar. Mhm. Man muss es entweder in der Klarheit lassen, in der Bundeskanzler Schröder es eingeführt hat, fordern und fördern, sodass es auch wirklich persönlich einen Unterschied macht, ob ich zur Arbeit gehe oder nicht. Oder man löst das Ganze auf. Früher hatten wir ja den stigmatisierenden Effekt, dass das, was später Hartz IV hieß, Sozialhilfe hieß. Mhm. Da wollte ja schon eigentlich niemand sich hier stigmatisieren lassen. Mhm. Aus der Sozialhilfe wird jetzt über Hartz IV das Bürgergeld. Und am Schluss merkt man, der richtig gute Bürger ist der, der mit Dankbarkeit vom Staat das Geld nimmt und dann nicht aufmuckt. Noch einmal, ich glaube nicht, dass das sozusagen eine finstere Absicht dahinter ist. Aber es ist natürlich eine die bequeme Folge. Es ist eine bequeme Weg. Fragen wir und der mal richtig gute Bürger ist dazu noch derjenige, der das vom Staat nimmt, was ihm Politiker vorsagen. So musst du denken, das ist richtig. Ich erkläre es dir, denn das ist Wissenschaft. Das ist jetzt der allgemeine Ansatz. Das ist etwas, führt jetzt zu weit, darauf kommen wir aber heute noch. Aber noch einmal an Sie, Herr Friedrich, die Frage, ob Sie dann 3 Punkte haben. Also ich gebe schon mal ein, ich finde es gut, dass zum Beispiel bei den Jugendlichen die Sätze erhöht werden, also dass sie auch die kompletten 450 Euro behalten dürfen und nicht mehr nur noch 170 Euro. Haben Sie einen konkreten Punkt bei Hartz IV, den Sie verändern würden? Ja, ich würde Hartz IV tatsächlich abschaffen. Und ich glaube, der nächste Schritt, die nächste Stufe wird ein bedingungsloses Grundeinkommen sein, die dann der Staat verteilen wird an alle Bedürftigen, die wirklich Bedürfnisse haben und Geld brauchen. Aber man kann Hartz IV nicht mehr reformieren, das ist durch, da sind sich alle Experten einig. Das Bürgergeld ist leider eine Verschlimmbesserung wiederum, wird sehr, sehr viel Geld kosten, bürokratischer Aufwand ohne Ende und wird auch im Endeffekt wieder scheitern. In wenigen Jahren werden wir hier sitzen, werden genau darüber damit sprechen, dass es ebenfalls gescheitert ist, genauso wie Hartz IV.